Was ist eigentlich Sexismus? Sexismus ist die Abwertung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Sexismus ist Teil eines Machtverhältnisses, in dem Frauen strukturell benachteiligt werden. Sexistische Situationen sind keine Einzelfälle, sondern alltägliche Erfahrungen, die vor allem Frauen betreffen. In der Werbung ist Sexismus allgegenwärtig. Frauenkörper werden oft völlig zusammenhangslos als Aushängeschild für Produkte benutzt. Damit werden Mädchen und Frauen auf begehrenswerte Objekte reduziert, die scheinbar zur freien Verfügung stehen. Sexualisierte Sprüche und sexistische Übergriffe sind für viele Frauen alltäglich. Laut einer Studie haben 2015 über die Hälfte aller Frauen in Deutschland sexistische Situationen erlebt oder erleben sie regelmäßig. Oft werden diese Übergriffe heruntergespielt und belächelt. Auch Männer können aufgrund ihres Geschlechts von Abwertungen und Benachteiligungen betroffen sein. Zum Beispiel stehen Erzieher oft unter Generalverdacht, sexuell übergriffig zu sein. Der Beruf des Erziehers wird oft als unmännlich abgestempelt, weshalb sich viele Männer von vornherein gegen diesen Beruf entscheiden. Nicht alle Menschen machen die gleichen Erfahrungen. Denn Sexismus steht immer im Kontext mit anderen Diskriminierungskategorien wie ethnische und soziale Herkunft und körperlich-geistige Verfassung. Am Arbeitsplatz zeigt sich Sexismus an unterschiedlichen Stellen. Frauen verdienen im Durchschnitt deutlich weniger als Männer, werden bei der Einstellung benachteiligt oder mit sexistischen Erwartungen konfrontiert. Immer wieder erteilen Arbeitgeber sexistische Kleidervorschriften, die Frauen erniedrigen oder sexualisieren. Die Ursachen von Sexismus sind oft geschlechtsbezogene Vorurteile, die sich hartnäckig halten. Noch immer denken viele Menschen, dass bestimmte Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen maßgeblich von Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht abhängen. Die Folge ist, dass die ungleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern als natürlich angesehen und legitimiert wird. Sexismus dient dazu, dieses Machtgefälle zu erhalten. Diese Abwertung und Normierung ebnet den Weg für verbale und tätliche Übergriffe. Schulversagen, Depressionen und Suizidgedanken können die Folgen sein. Wir arbeiten für eine Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gleichberechtigt und respektvoll miteinander umgehen. In der Werbung und Medien ein vielfältiges und gleichwertiges Weltbild zeigen. In der sich alle Menschen frei und sicher im öffentlichen Raum bewegen können. In der alle gleich gut beruflich gefördert und fair bezahlt werden. Seien Sie aufmerksam und treten Sie ein für ein gleichberechtigtes Miteinander.